Ja, Lord mit Moodwing, einem Song, der vielleicht am ehesten tatsächlich noch an das erinnert, was Lord vorher gemacht hat, wobei auch das eigentlich nicht. Also das Album ist schon eine Überraschung gewesen. Man war erstmal, also ich, um meine persönliche Rezipienz sozusagen zu erzählen, als die Single Solar Power rauskam, war ich erstmal sehr begeistert, fand das Stück toll. Auch die Idee, dieses Stück mal so in einer reduzierten, eher akustischen Variante zu produzieren, also sprich, dass man eben die Elektronik, die normalerweise bei Lord ja mehr im Vordergrund stand, war da ja ganz in den Hintergrund getreten. Fand ich ganz spannend, habe aber aus meinem persönlichen Denken heraus damals schon gedacht, hoffentlich ist jetzt nicht das ganze Album so, weil ich würde mich schon freuen, wenn sie auch noch ein bisschen Pop macht. Also die Pop-Variante von ihr, die ich tatsächlich eben auch schätze. Das hat sie nun tatsächlich fast nicht gemacht. Das Album Solar Power ist wirklich sehr anders. Es ist teilweise sehr zurückgenommen. Stücke, bei denen man denkt, jetzt könnte ja mal ein bisschen was noch musikalisch passieren, bleiben sehr, sehr schlicht, beziehungsweise sie sind zum Teil gar nicht so schlicht. Also die Stücke sind zum Teil auch relativ kompliziert von der Komposition her, aber sie sind eben, ich fand das sehr schön, im Musikexpress haben sie geschrieben, eine fantastische Platte darüber, wie sich eine früh vollendete, ein Westküsten-Folk-Album vorstellt, dabei aber Kind ihrer Zeit bleibt. Also sprich, es ist kein Westküsten-Folk-Album, es klingt nur ein bisschen danach, es hat schon so ein paar Anklänge, Crosby, Stills und Nash und so weiter, Carole King und die weisen anderen Leute, also Laurel Canyon gilt da, glaube ich, so als der Oberbegriff für eine bestimmte Art von Produktion. Und das ist dieses Album tatsächlich eben zumindest in angedeuteter Variante. Und nachdem ich es mir dann ein paar Mal angehört habe, habe ich natürlich festgestellt, es sind schon eine ganze Menge Sachen drauf, die ich sehr schätze. Es sind gar nicht unbedingt, na wobei doch, die anderen Singles sind eigentlich schon sehr schön. Also Stone at the Nail Salon war ja die zweite Single, die ausgekoppelt wurde. Und da dachte man schon, oh, das Album wird wohl wirklich sehr in diese Lana Del Rey-Richtung gehen. Das ist ja auch nicht ganz unlogisch und da wird es jetzt ein bisschen kompliziert. Produziert wird Lord ja seit dem zweiten Album und assistiert musikalisch von Jack Antonoff, der unter anderem ja auch mit Taylor Swift arbeitet und gearbeitet hat, der auch nicht unbedingt allein federführend, aber auch mit dabei war, als Taylor Swift den Gang auch zum Folk wieder oder zum ja, etwas leichter instrumentierten mit Folklore, dem Album Folklore gegangen ist. Er ist auch verantwortlich für die letzten Alben von Lana Del Rey beispielsweise. Und generell, auch auf dem neuen Album seiner eigenen Band Bleachers, ist es tatsächlich so, er ist irgendwie vom Synthesizer weg. Er hat ganz viel mit dem Synthesizer gemacht, aber alle seine Produktionen, die er jetzt macht, bewegen sich plötzlich in diesem Bereich, in dem sich auch Lord bewegt hat. Und das hat natürlich bei vielen Leuten diesen Gedanken gebracht, ja, dann ist das ja komplett sein Einfluss. Nun ist es so, dass die Künstlerin Lord sich dagegen allerdings verwehrt hat, als dass dieser Vorwurf aufgekommen ist und gesagt hat, das sei schon von ihr auch gekommen. Es ist im Zweifel ja vielleicht auch schwierig. Also ich glaube schon, dass er ist ja nicht der Produzent, der sich hinterher ihre Stücke nimmt und dann was draus macht, sondern die beiden arbeiten ja zusammen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Wahrheit auch ein bisschen in der Mitte liegt, dass sein Einfluss da schon eine Rolle spielt. Aber die Entscheidungen natürlich auch von ihr nicht nur mitgetragen, sondern auch aus ihr gekommen sind. Also er hat es vielleicht ein bisschen beeinflusst, das denke ich schon. Aber es kann sein, dass es auch von ihr in diese Richtung gegangen wäre. Und naja, jetzt ist halt die Frage, wie man mit diesen Musikrichtungen, wie man diese Musikrichtungen schätzt. Wie gesagt, ich war der Meinung, ich bräuchte jetzt nicht unbedingt ein Album, das klingt wie Lana Del Rey, das nicht von Lana Del Rey ist. Da würden mir im Zweifel die Alben von Lana Del Rey schon reichen. Aber es ist so, es ist eben auch nicht Lana Del Rey, sondern man merkt schon bei dem einen oder anderen Stück, und es sind wie gesagt noch ein paar sehr schöne Stücke drauf, finde ich, dass es eben Lord ist. Das ist eben diese ganz spezielle Art von ihr, dieser spezielle, manchmal ist es der Humor von ihr, der so ein bisschen durchscheint, die Art und Weise, wie sie mit Background-Gesängen arbeitet. Zum ersten Mal allerdings sind auf diesem Album ja auch befreundete Künstlerinnen zu hören. Also ich glaube, Phoebe Bridgers ist, glaube ich, eine davon, der andere Name war mir jetzt gerade entfallen. Weißt du es zufällig, Thomas? Nee.
hätte jetzt sein können. Und es ist gerade auf der offiziellen Seite auch etwas schwieriger zu finden, weil die andere Dame ist, glaube ich, auch tatsächlich, ich sage jetzt mal, etwas weniger bekannt, hat aber auch, glaube ich, gerade ein Album veröffentlicht. Vielleicht kriege ich es gleich noch raus. Wie fandst du das Album, Thomas? Du hast es dir, glaube ich, auch angehört, oder? Du hast dir nur das Cover angeschaut. Ja, ich hab mir natürlich erstmal das Cover angeschaut, wo ich finde, was du gerade gesagt hast, die Frau hat Humor, da ist so eine Hintergründigkeit, das wird auf dem Cover schon sehr deutlich, zumal ja ein Album, was Solar Power heißt, und wenn man dann im Hinterkopf hat, dass seinen nackten Arsch zu zeigen im Englischen ja Mooning heißt, dann hat das nochmal einen ganz schönen Karlauer Bezug. Mir ist das Album aber tatsächlich, was du gerade auch schon gesagt hast, im Grunde, mir ist es zu zirpig, mir ist es zu zurückhaltend, zu zart. Das ist nett, das ist tatsächlich irgendwie so ein Folk-Pop. Wenn ich Westküsten-Folk hören will, dann höre ich Westküsten-Folk. Und zwar, weil der in der Regel sehr viel satter ist. Also auch wenn er zurückhaltend und zart ist, er ist satter als das, was ich da hören kann. Übrigens hat David Crosby diesen Sommer auch ein neues Album gemacht, ist aber halt ein alter Mann inzwischen. Ja, genau. Ja, ein bisschen ging es mir halt auch so. Also, ich bin jetzt definitiv nicht enttäuscht von der Platte, das kann man nicht sagen, aber ich muss sagen, die klassische Lord oder die Lord, die auch noch mit ihrer Musik ein bisschen andere Dinge macht als eben das Naheliegendste. Also insbesondere, ich gebe zu, die Akustikgitarre auf diesem Album, die geht mir wirklich ein, zwei Mal auf den Sack. Dass ich so denke, so, oh, jetzt hat sich da wieder einfach nur einer hingestellt, ganz klassisch die Akustikgitarre eingespielt. Das hat tatsächlich auch ein bisschen was, kann was Langweiliges haben, finde ich. Und hier ist es tatsächlich ein, zwei Mal tatsächlich produktionstechnisch ein bisschen langweilig. Aber meiner Meinung nach trotzdem ganz gute Stücke drauf und Lord bleibt eine interessante Künstlerin, was ich auch ganz spannend finde, zwei Sachen zu diesem Album. Zum einen, dass sie auf eine CD-Veröffentlichung aus Umweltgründen komplett verzichtet hat und stattdessen nur so eine Cardboard, also Pappbox, wo man dann Cover und Booklet und alles Mögliche bekommt, aber das Album eben zum Downloaden, um halt unnötigen Plastikschrott zu vermeiden. Finde ich ganz guten Ansatz eigentlich, clever. Und was ich auch ganz schön finde, ist, das macht auch, gibt auch gleich wieder Sympathiepunkte zu Hause, sie hat dem Album auch noch ein 5-Track-Album nachfolgen lassen, auf dem sie 5 Stücke des Albums in der Sprache der Maori, also der Ureinwohner von Neuseeland, eingesungen hat. Lohnt sich auch noch mal reinzuhören, ist ganz interessant, klingt natürlich ein bisschen anders, aber sind schön geworden und ist irgendwie auch ein ganz interessanter Move, weil ich glaube, jetzt wahnsinnig viel verkaufen, mehr wird sie dadurch nicht, denke ich mal. Also Solar Power, Lord, hoffentlich nur ein Zwischenschritt zu den nächsten Großwerken einer weiterhin natürlich spannenden Künstlerin.